Hallo meine lieben Freunde, heute informiere ich euch über das keltische Baumhoroskop, die Kastanie. Diese steht unter dem Begriff die Redlichkeit. Die Geburtsdaten sind vom 15. bis 24. Mai und vom 12. bis 21. November. Die Kelten verehrten die Kastanie nicht nur für die Redlichkeit, sondern auch als weise Voraussicht. Kastanienmenschen haben ein außerordentlich Helfersyndrom, vor allem im sozialen Bereich. Um ihre Ideale und Ziele zu definieren, benötigen sie bereits in jungen Jahren Hilfe. So entwickeln sie unbändige Energien, wenn sie ein Steckenpferd gefunden haben. Und das kommt der Gemeinschaft zugute. Wie sich der Kastanienmensch beruflich entwickelt, hängt oft von seiner Umgebung und von seinen Lebensumständen ab. So sind einige Kastanienmenschen vom Glück beschenkt und machen Karriere, und andere wiederum haben ein Leben lang mit Hindernissen zu kämpfen und finden das erwünschte Glück leider nicht. In der Liebe müssen beim Kastanienmenschen alle Faktoren stimmen, damit es passt. Flüchtige Liebeleien oder einseitige, sympathische Schwärmereien gibt es bei ihnen nicht. Ein gemeinsamer Herzschlag und intensive Gefühle im Einklang sind ihnen für ihre Beziehung wichtig. Ist das gegeben, kann der Partner mit absoluter Treue rechnen. Klassische Vorteile oder Nachteile sind ganz schnell geklärt. Vorteile der Kastaniengeborenen sind Zielstrebigkeit, Gemeinschaftsarbeit wie gemeinschaftliche Ziele. Auch sind sie geborene Diplomaten, wo sie mit ihrer Diplomatie eine harmonische Lösung erreichen. Aber auch ihre Flexibilität und Hilfsbereitschaft ist hervorragend. Leider traut man ihnen ihr flexibles Verhalten oftmals nicht zu. Gesundheitlich hat der Kastanienmensch Probleme mit seiner Seele, dem Stoffwechsel, Kreislauf, Geschlechtsorgane, dem Rücken und den Lymphen. Das ist also der Kastanienmensch. Und es geht demnächst weiter mit der Eibe. Bis bald, eure Diria.